Bäckerei-Fachverkäufer, freie Stelle, Interessenten gesucht. Was ist das denn? Kannst du dir darunter was vorstellen? Nee, aber gibt's sowas nicht auch bei der Bäckerei? Klar. Das sieht richtig lecker aus. Warum gehen wir nicht mal zum Bäcker und gucken nach? Okay, dann lass uns gehen, würde ich sagen. Ne? Ja, dann werden wir mal gucken, was mit dem Beruf auf sich hat, ne? Komm, wir gehen mal rein. Wo sind wir denn hier? In der Bäckerei Schäfer am Bahnhofsplatz. Was für eine Ausbildung braucht man für den Beruf? Also in dem Beruf Bäckerei-Fachverkäuferin musst du erstmal eine Lehre machen von 3 Jahren. Und man kann dann natürlich auch Konditor, Konditorin, Bäcker, Bäckerin kann man auch lernen. Was bedeutet der Beruf? Ja, wir haben jeden Tag mit Backwaren zu tun. Wir backen immer schön frisch, wir haben immer schön Frische vor Ort. Wir haben jeden Tag mit Kunden zu tun, mit Leuten haben wir zu tun. Unterschiedliche Altersgruppen, verschiedenes Alter, wenn Mann, Frau, Kind, alles. Es macht sehr viel Spaß, wir sind sehr flexibel in diesem Beruf. Wir müssen alle Sparten wissen und kennen, das heißt also ein Brotregal einrollen, ein Brötchenregal einrollen, ein Zuckerregal einrollen, also sehr flexibel. Und das bedeutet auch, dass der Beruf für Frauen sowie für Männer sein kann? Ja, super. Okay. Ich habe auch männliche Bäckereifachverkäufer. Habe ich auch. Welche Schulbildung braucht man denn für den Beruf? Eine abgeschlossene Lehre ist vorteilhafter, aber man kann auch wirklich ohne Schulbild, also das heißt ohne Schul, ohne Abschluss, kannst du auch diesen Beruf erlernen. Warum nicht? Wenn ich fragen darf, wie sind denn die Verdienstmöglichkeiten? Ja, es gibt Tarife und es gibt eigene Haustarife, interne Haustarife. Es geht von Bruttoeinkommen von 2.500, kann eine Bäckerei-Fachverkäuferin verdienen, je nachdem wie viele Stunden, das ist abhängig von der Stundenzahl, ne? Und wie lange sie in diesem Beruf ist, Betriebsführerin. Gibt es ja eine Aufstiegsmöglichkeit? Es geht von einem Lehrling natürlich hin bis zum Gesellen, dann Erstverkäuferin und dann zur Fährleitung, dann natürlich auch zur Bezirksleitung, kann man sich auch hocharbeiten, bis hin zur Geschäftsleitung, kann man sich alles hocharbeiten. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt haben wir echt viel erfahren. Ich fand es eigentlich richtig cool. Es muss doch total Spaß machen, da Brötchen und andere Sachen zu backen und die den Kunden zu verkaufen. Ja, das finde ich echt cool. Vor allem, da kann man seine eigenen Kreationen machen und so. Das ist doch super. Lieber Brötchen kaufen als zu verkaufen.